Dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo die Höhle finden, in der sich Rodon versteckt. Hey, ein Trainer. Hast du Rodon gesehen? Let's have a battle was smelling the room of flowers. Ich hab zuerst Smiling gelesen. Ah, Smile! Smile, smile, smile. Seht ihr denn nicht das Lächeln auf Rosalias Lippen, wenn ich es mit einer Psychokinese umhaue? Moment, das wird sich noch was Schlechtes machen. Ja, smile! Denn es führt, denn es erfüllt mein Herz mit Sonnenstrahlen. Die Sonne scheint wirklich gerade. Aber es ist nicht wegen dem Lächeln. Awesome. Du warst, Bella, oder? Jetzt kommt das Giflor. Egal. Eisige Zeiten stehen bevor. Oh, Bella, ich hatte recht. Das lächelt auch. Ich möchte mein Herz mit Sonnenschein füllen. Das wird Auchi. Tipo. Doch nicht. Eisige Zeiten. Ice Age. Das reicht nicht. Ach hey, wieso habe ich mich überhaupt geheilt? Ich sollte einfach Spot die Sache klären lassen. Spot will euch einheizen! Charim. Kinky? Nein. Ist der Name schon recht falsch? Keine Ahnung, der deutsche Name. Mir egal. Das ist 4th-Gen-Pokémon. Ich muss deinen Namen nicht kennen. Heißt vor allem seine Vorentwicklung, nicht Kukigi. Auch Chicken, was kannst du eigentlich? I lost, but nothing's the matter. Ja, denn ich werde jetzt eiskalt Groudon und Sonne ausnutzen und Spot nach vorne setzen. Hey, Chicken's in Rage-Modus. Wer ist das Dummiesel? Wer ist das Dummiesel? Nein! Nein, du Miesel! Einfach nur nein! Geh weg! Geh mal in Schwarz-2-Edition! Da könnte ich hochkraxeln. Und da oben wird dann wahrscheinlich Groudons Höhle sein mit Fragezeichen. So ein Lichteffekt ist schon ziemlich strange, weil es sieht so aus, als würde das Spiel blinken. Blink, blink, blink. Das sähe in der Nacht bestimmt ziemlich interessant aus, wenn dann diese Nacht die Sonne scheint. I'm all tense and nervous, let's battle. Du brauchst nicht nervös zu sein. Warte, Chicken, das ist deine I'm going to kill you Stimme. Das wird mir sicherlich die Nervosität nicht rauben.
Das Chicken hat ihre eigene I'm going to kill you Stimme. Ja. Das wäre es auch anders zu erwarten, nach dem, was ich in meinem privaten Spielstand ins Glauben so alles treibe. Na, was für Level bin ich? 93, 94, so in dem Dreh. Ich habe so gut wie jede Quest gemacht, außer diese Meister-Dings-Quest, wo man spitzt die Fertigkeiten Level 90 haben muss. Außer bei Illusion, wo man das auf 100 haben muss aufgrund eines Bugs. Und davon habe ich auch ein paar noch nicht gemacht. Ich bin auch noch lange nicht damit Stufe 90 bei den Magiefertigkeiten. Aber trotzdem, ich habe aus Langeweile angefangen, die Wachen einzelner Städte zu töten. Wow, I've had to win! Ja. Aber hey, ich tue es wenigstens im Stealth. Must have been faded to Matt. May I ask you for battle? Okay. Rodox! Rodox! Der ist stärker als meins, aber hey, der 70! Jetzt mach ich doch mein Liga-Team wieder aus! Ja, jetzt kommt's da, wo wir nach der Liga erst gehen können. Oh nein! So, we should commemorate how we seem to be drawn to each other. Let's register each other in our Pokenaves. Yeah. Nein. Sie denkt auch, sie lebt in der Welt von Tales of Xillia. Frage ist, wer von mir mal... Wer sind wir? Bin ich Miller oder bin ich Jude? Chicken, ich weiß nicht, was du hast. Man sieht doch eindeutig, dass du Jude bist. Ach. Ja, wenn man mal von dem Basongas absieht. Könnten wir glatt siamesische Zwillinge sein, Hustus. Mal den Sarkasmus raus? Na, ich denke nicht. Oho, there, are you going... What, are you going out to the area too? Ich ausgehe zum Gebiet A? Hä? Bilder von mir fallen, warum hast du weiße Augen, keine Pupillen? Wo sind deine Pupillen? Achso, du trägst eine Brille, deswegen hast du keine Pupillen. Fabigel. Merkwürdige Dinge passieren hier. Sag mal nicht dazu. Okay, du kleine Müde, etwas habe ich dich gerade geweckt, indem ich gestreichelt habe. Ich bin so fies. Matthew. I'm thinking, du Glück. Groudons Höhle? Terror Cave. Ja, Groudons Höhle. Mir wird plötzlich so heiß. Ich sollte speichern. Vor allem das Ding ist ein Boden-Pokémon. Erdbeben incoming! Ich sollte vor allem erst mal meine Pokémon wiederbeleben. Und dann speichern. Du bist ja eigentlich ein Boden-Pokémon, ne?
Trotz Flammenwurf in der Sonne müsstest du es doch eigentlich aushalten, richtig? Ich versuch's einfach mal. So, jetzt nochmal speichern schicken. Dann musst du es nach einem möglichen Reset nicht nochmal immer und immer wieder beleben. Groudon, komm her! Hallo, Chicken! Früher dachte ich immer, Groudon wäre ein Feuer-Pokémon. Früher dachte ich auch immer, Lugia wäre ein Wasserflug-Pokémon. Und nicht Psychoflug. Na, Lugia, lebt nur mal unter Wasser! Komm, Flammenwurf, Groudon, das überlebst du. Ich glaube an dich. So viel dazu. Dann versuchen wir es mit der etwas schwächeren Feuerattacke. Obwohl, durch die Sonne wird ja mein Wasser geschwächt. Das heißt, ich könnte es auch mit Tipo-Tipo versuchen. Unter anderem. Der Schaffer der Kontinente. Flame of Rage! Das ist absolut scheiße! Ein Applaus für Spot, dass der Groudon angebrannt hat! Hey, vielleicht haben wir Glück und Groudon bleibt im Ball beim First Try! Nein, du machst nicht einen auf Cresselia. Es könnte ja auch sein, dass Cresselias Fangrate hier in Florasky, ne, auf 100 erhöht wurde, warum auch immer. Das ist absolut scheiße, das Spot! Hast du nochmal Glück gehabt? Hast du nochmal Glück gehabt? Groudon has appeared in mythology as the creator of the land. It sleeps in magma underground and is said to make volcanoes erupt on awakening. Ja, Ocean. Habe ich Kyoko genannt? Eigentlich müsste ich dich ja... Aber eher lustig. Ja komm, ich nenne dich einfach Vulkan. Vulcano. Hast du gut gemacht, Spot. Aber Verbrennung, Vergiftung ist beim Fang legendärer Pokémon ein bisschen... Ne? Mach das nicht nochmal. Nintendo Sunshine appeared to have subsided. Und es ist dunkel, wie ich das sehe. Okay, ich habe Tipo-Tipo umsonst wiederbelebt. Noch mehr Sachen zu. What? Da wurde aber nicht so gearbeitet, dass man da hochgehen kann. Jedenfalls ein Kästchen hoch. Chicken entdeckt wieder Glitches.
wir sind in einem neuen Dorf.